158. Rädlischiessen. Organisiert von der Rädlischiessengesellschaft Engelberg mit dem Vorortspräsident Wendy Odermatt. Ich persönlich will es als eines der friedlichsten und gemütlichsten Schiessanlässe auf dieser Welt bezeichnen. Wer einmal da war, kommt immer wieder aus Schütz oder aus Gast. Dass Kameradschaft nach dem Schiessen gerade an zweiter Stelle kommt, das ist offensichtlich. Ich lade euch gerne ein, mit mir ein Zeitchen auf dem Rädchen zu verbringen. Dann seht ihr euch, was ich mit Kameradschaft gemeint habe. Und wenn man dann mit allen Schützen und Besuchern von der Schweiz ein bisschen geredet hat, hat man immer das Gefühl, es gäbe nur vier Landessprachen. Sogar dem Carlo Brunner gefällt es. Schönen guten Tag, Rütli-Ausgabe 2021. Es freut mich außerordentlich, dass dieses Jahr wieder so viele Leute auf dem Rütli sind. Da ich ja letztes Jahr der Einzige war, vielleicht ist es viel abgesehen, sonst kannst du es immer noch anschauen. Es freut mich außerordentlich, mein Herz schlägt wieder viel höher. Und schiessen muss ich nicht wissen, das ist so. Der Mädchen hat ja schon alles gewonnen. Ich habe gedacht, oha, weisse Kuttili. Das sind die Glocken nicht weit. Aber ich habe mich unwahrscheinlich getauschen. Es ist die Musik von Engelberg. Was mich wundert, ich habe noch keinen gesehen von der Obwaldner Regierung. Aber hat schon eine Idee, wo sich die könnte durchhalten. Darum gehe ich zum Küchenchef Werner Häckli und schaue. Natürlich, in der Küche, warm, schmeckt gut und gibt zu trinken und zu essen. Langsam fängt Mega an zu knurren. Und vielleicht ein bisschen etwas trinken wäre auch nicht schlecht. Bist du zufrieden, Wemi? Grosser Dank, sie schon, ja.
Das Essen ist traditionell und ist immer gleich. Nur einmal, vor x Jahren, hat es auch noch Bullenfleisch gegeben. Das ist aber gar nicht gut quittiert worden. Seitdem lassen die Tiener wieder in Ruhe. Wem bei dem Anblick nicht das Wasser im Mund zusammenläuft, der ist Veganer. Bei bester Laune hat sich hier bald eine Regierung wieder gefunden. Und wie sie strahlt, es läuft ja auch aus wie am Schnierli. Thank you.
Ob sie echt schon etwas mehr wissen? Schauen, man kennt sie fast nicht, ohne Gewehr. Es ist die Olympiasiegerin Nina Christen mit den Eltern. Sympathisch ist nur das Vorwort. Thank you.
Menschen aus allen Landesteilen. Namens des OK des Vorortes und der Vereinigten Rütli-Schützender für Waldstätten begrüße ich Sie herzlich zur Schützengemeinde des 158. Rütli-Schießen. Schützenfamilie, liebe Gäste, ich bin eigentlich ziemlich nervös von deren Anspruch, weil ich wirklich nicht weiss, genau was ich so sagen soll als Abt zum Rütli-Schiessen. Aber es hat geheiss, ich soll humorvoll einen Anspruch halten. Darum möchte ich zuerst einmal recht herzlich danken für die Einladung, die ich für das Rütli-Schiessen bekommen habe, obwohl ich das Porto selber zahlen musste. Sie haben die Punktzahl von 607 Punkten geschossen. Meisterschütze bei den Gastsektionen ist Stall Drehrich, Jahrgang 1972, Entlebuch, 86 Punkte. Schützen, erlauben Sie mir ein ganz persönliches und vielleicht ein bisschen umfassendes Wort. Erich, ich habe eine scheiß Freude, dass es da übt sind. Mit 85 Punkten, Hafner Michael, 1984, Sachsen, 85 Punkte.
Und schon ist der Tag vorbei. Ich möchte der Rütli Schütze Gesellschaft von Engelberg und der ganzen Regierung von Obwalden recht herzlich gratulieren. Ihr habt das souverän und grossartig gemacht. Herzlichen Dank. Liebe Rütli Schütze und Schützinnen, liebe Besucher und Besucherinnen, das nächste Rütli Schiessen wird vom Kanton Nidwalden durchgeführt. Ich habe das Video extra im Nidwaldner Dialekt kommentiert, damit ihr es nächstes Jahr euch gut versteht. Und jetzt noch etwas in eigener Sache. Wir Nidwaldner sind natürlich nicht ganz untätig gewesen, wenn ihr vielleicht meint. Wir haben nämlich Spitzel von unserer Regierung aufs Rädchen geschickt, dass 2022 euch alles so gut klappt. Glaube ich dir nicht? Ich habe sie nämlich heimlich gefilmt. Ich wünsche euch eine schöne und unfallfreie Heimfahrt und auf Wiedersehen im nächsten Jahr.